In diesem Video geht es um das Miller-Urey-Experiment, einem Experiment, mithilfe dessen überprüft werden sollte, ob einfache Biomoleküle wie zum Beispiel Aminosäuren oder Zucker aus Elementen entstanden sein könnten, die in der Uratmosphäre der Erde vor mehreren Milliarden Jahren bereits vorhanden waren. Anders formuliert, können chemische Bausteine des Lebens in der Uratmosphäre gebildet worden sein? Ihr merkt, dass sich hinter dieser Frage noch eine viel größere verbirgt, nämlich die Frage nach der Entstehung des Lebens. Wir wissen, dass Atome, wie zum Beispiel Sauerstoff oder Wasserstoff, miteinander interagieren und so einfache Moleküle wie Wasser bilden können. Diese einfachen Moleküle können sich zusammenlagern und einfache Biomoleküle bilden, die wiederum den Grundbaustein bilden für die Synthese komplexerer Makromoleküle wie zum Beispiel Proteine und auch unser Erbgut, die DNA. Die Synthese weiterer Proteine und die Ausbildung von Stoffwechselwegen gewährleistet die Lebens- und Überlebensfähigkeit von Zellen. Es erscheint also durchaus plausibel, sich zu fragen, ob aus den damals in der Atmosphäre existierenden Elementen Biomoleküle entstanden sein könnten. Ob also eine Art Urzeugung bzw. Spontanzeugung durch eine chemische Evolution stattgefunden haben könnte. Letztendlich werden wir die Frage, wie das Leben auf der Erde begann, niemals genau beantworten können. Was wir allerdings durch Experimente gesichert sagen können, ist, dass heutzutage Leben nicht spontan aus unbelebter Materie entstehen kann. Auch wenn Organismen aus chemischen Elementen bestehen, die auch in der unbelebten Natur vorzufinden sind, zum Beispiel Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Phosphor, so bleibt die Synthese von einfachen Biomolekülen wie zum Beispiel Aminosäuren oder Zucker, Glucose, den Lebewesen vorenthalten. Eine spontane Urzeugung findet in unserer heutigen Welt also nicht statt. Lebewesen, wie wir es kennen, entstehen nur aus bereits existierendem Leben und nicht immer wieder neu aus unbelebter Materie. Auch wenn diese Vorstellung nach wie vor in einigen Kulturen und Religionen verbreitet ist und man selbst in Europa bis zum 17. Jahrhundert davon ausging, dass Mäuse aus alten, an dunklen Orten oft bewahrten Kleidern entstehen, Frösche direkt dem feuchten Erdreich entspringen oder Fliegen sich aus verwesendem Fleisch entwickeln. Wobei letzteres ja gar nicht so abwegig ist, auch wenn wir heute wissen, dass Fliegen nicht durch eine mysteriöse Verwandlung aus verwesendem Fleisch hervorgehen, sondern durch andere Fliegen, die ihre Eier auf dem Fleisch abgelegt haben. Alles Leben entsteht also aus bereits existierendem Leben. Und doch, sollte das Leben nicht von außerhalb der Erde stammen, dann muss zumindest einmal in der Erdgeschichte eine Ausnahme stattgefunden haben und aus anorganischen Vorstufen einfache organische Biomoleküle hervorgegangen sein. Zumindest einmal muss nach der Hypothese der chemischen Evolution eine Urzeugung stattgefunden haben. Um diese Hypothese zu überprüfen, entwickelten Stanley Miller und Gerald Urey in den 1950er Jahren eine Versuchsanordnung und simulierten in einem Glaskolben eine Uratmosphäre. Sie enthielt die gleichen Gase, von denen man annahm, dass sie damals auch Bestandteil der Atmosphäre gewesen seien. Wasser in flüssiger Form als H2O sowie gasförmig als Wasserdampf, Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Der Wasserdampf wird dabei durch das Erhitzen in einem zweiten Kolben erzeugt und auf diese Weise der Uratmosphäre zugeführt, die übrigen Gase werden von außen hinzugeführt. In diesem Gasgemisch erzeugten Miller und Urey elektrische Funken, um Blitze zu simulieren, was ebenso den eher lebensfeindlichen Umweltbedingungen der früheren, sich abkühlenden Erdatmosphäre entsprach. Sie kühlten das System anschließend ab, sodass das atmosphärische Wasser sowie die durch die Blitze hervorgerufenen Reaktionsprodukte kondensierten und sich in einer wässrigen Lösung sammelten, die man auch als Urmeer bezeichnet. Das Ergebnis des Versuchs war eindeutig. Bereits nach wenigen Tagen enthielt das Sammelgefäß recht komplexe organische Moleküle wie zum Beispiel Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen. Als Schlussfolgerung konnten beide also festhalten, dass die chemischen Bausteine des Lebens in der vermuteten Atmosphäre der früheren Erdgeschichte gebildet worden sein könnten. Die simulierten Blitze lieferten dabei die Energie für die Synthese neuer Verbindungen. Seit dem durchgeführten Experiment erweiterte sich das Wissen über die Zusammensetzung der Uratmosphäre stark. Es gilt heute als sicher, dass die Erde vor ca. 4 Milliarden Jahren von starken Vulkanausbrüchen heimgesucht wurde. Vulkanausbrüche, mit denen Kohlenstoffdioxid, molekularer Stickstoff sowie Schwefelwasserstoff in die Atmosphäre freigesetzt wurden. Die Erweiterung der Uratmosphäre um diese Stoffe in weiteren Experimenten zeigt, dass auf diese Weise noch vielfältigere und komplexere organische Verbindungen entstanden sind. Wie zum Beispiel alle 5 Basen, die in der DNA und der RNA vorkommen.
alle 20 Aminosäuren, die in unserem Körper vorkommen, sowie zahlreiche Zucker, Fettsäuren und Vitamine. Konträr zu diesem Versuch führte Stanley Miller zeitgleich übrigens noch ein Langzeitexperiment durch, bei dem die Grundlage die Lagerung von einfachen Molekülen bei sehr niedrigen Temperaturen von minus 78 Grad Celsius war. Ammoniak, Wasserdampf und Blausäure, ebenfalls wahrscheinlich auf der früheren Erde existierend, füllte Miller in Probengefäße, die über 27 Jahren bei minus 78 Grad Celsius lagerten und anschließend von ihm wieder geöffnet wurden. In den Proben konnten Aminosäuren sowie DNA-Basen nachgewiesen werden. Anscheinend hält im Eis eingeschlossenes, kaltes Wasser, in dem Ammoniak und Blausäure gelöst sind, Bedingungen für die Synthese von einfachen Biomolekülen bereit. Minus 78 Grad Celsius. Das entspricht übrigens der Temperatur des Eises, das einen der großen Jupitermonde bedeckt. Er heißt Europa. Nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse des Experimentes zu regen Diskussionen über die Entstehung des Lebens auf der Erde und auch möglicherweise anderen Orten des Universums führten. Neben der Hypothese, dass Leben auf der Erde sei durch chemische Evolution entstanden, existiert auch die Hypothese, nach der das Leben extraterrestrisch, also von außerhalb der Erde, stammen könnte.